So, hier ist auch noch gut was an Gold. Villager-Zombies. Wäre auch mal lustig, wenn man Villager-Zombies zurück zu Villager macht. Allerdings gab es das, glaube ich, auch noch nicht, als die Map released wurde. Deswegen werde ich das auch gar nicht erst versuchen. Und vor allem brauche ich dafür Weakness Potions. Oh Gott. Oh nein! Hätte ich mal die Sachen rausgeholt. Mist. Oh Gott, ich muss erstmal weg, glaube ich. Blöcke. Ja, der hat wahrscheinlich so ziemlich viel Regeneration. Stepp mal kurz. Komm schon. Oh. Stirb. Oh, ich muss es essen. Ich habe Hunger. 995. Was esse ich denn? Mist, ich hätte die Sachen rausholen sollen. Aber dann ist schon zu spät. So, das hier brauche ich und ich nehme mal. Oh, mein Schwert ist gleich kaputt. Das hier mit. Ich glaube, die Dinger schieße ich von hier ab. Schon. Ist das eine Teil, die spawnt? Hast du mal auf, dich zu bewegen? Werfe ich mal ein paar Sachen weg. Und versuche da rein zu rushen, nachdem der Creeper tot ist. Und dann baue ich ganz schnell. Oh Gott, da ist noch einer. Die Teile ab. Ja, das hat der Creeper dann wohl für mich erledigt. Oder die 1499 Creeper. Nein, ich will nicht vergiftet werden. Gut. So. Cool. Die liegen trotzdem noch da. Nicht explodieren. Gut. Das ist ja ganz gut. Creeper Spawner brauche ich zwar nicht, aber was soll's. Dann versuche ich das mal irgendwie aufzusammeln. Ach, habe ich alles bekommen, ne? Darunter sind Spinnen. Blaze Spawner. Und vor allem Regenerationstränke. Waren ganz normale. Ich habe gedacht, das wären irgendwie so überkrasse, damit die Dinger kaum sterben. Aber das war nicht so. Dann nehme ich mir eine Wolle mit. Und gehe zurück. Beziehungsweise werde ich jetzt mal ein bisschen Gold farmen. Nein! Die geht doch kaputt. Schade. Ich dachte gerade, ich habe das goldene Schwert kaputt gemacht. Habe das Gefühl, ja doch, Gold baue ich instant ab. Und Stein? Nicht, doch, jetzt schon. Komisch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel abbaue, weil dann geht die Spitzhacke schneller kaputt, wenn ich den ganzen Kobbel hier abbaue. Und ich sollte aufpassen, dass hier drin nicht zu dunkel wird, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der Wächs hier irgendwelche Spawner versteckt hat, weil er ganz genau weiß, man baut dieses Gold ab. Ja, oder Schiffe.
Scheißteile von den Dingern. 51, ja, ich baue jetzt. Oh. Achso, da geht's dann runter. Ich baue jetzt so viel ab, bis ich einen Stack habe. Ich will nicht. Oh Gott. Wenn das da alles Silberfisch-Spawner sind, wäre das nicht schön. Na komm, baue ich noch einen Stack ab. Silberfischblöcke meine ich halt. Dass sie dann einfach verschwinden und ich runterfalle. Ach so, das war eben ein Silberfischblock. Deswegen konnte ich ihn nicht instant abbauen. Fällt mir jetzt das auf. Wie zum Beispiel der. Und schon wieder Level 15. Aber hier kommt man richtig schnell an Gold. Das ist schon mal ganz cool. Äpfel habe ich auch. Obwohl, ich habe die gerade gegessen, glaube ich. Weiß ich nicht. Das hier ist auch ein Silberfischblock. So, noch 11. Das auch. Mal genug und dann verschwinde ich auch wieder. Mich würde mal interessieren, wie viel Spawner da unten drin sind, die das Ganze eben aktivieren, weil da könnte man dann ja eventuell auch irgendwo eine XP-Farm bauen. Wo ist denn das? 995-281. Ja doch, das ist relativ nah hier. Ja, mit der Fackel kann ich nicht schießen. Nein! Gut. Guck ich mal, was da noch drin war. So, das nehme ich mit. Das brauche ich nicht. Habe ich genug von... Creeper Spawner. Nehme ich mal mit. Ah, hier habe ich die Äpfel. Habe ich gesehen. Dann. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Weil die sich ja manchmal repariert. Und den Rest brauche ich nicht. Dann tausche ich das noch um. Und zwar. Oh Mann. Mit den Sticks. Schwere Entscheidung. Die armen Sticks. Und jetzt könnte ich mich eigentlich hier abseilen quasi. Hui. Muss ich nicht den ganzen Weg da wieder runtergehen. Okay, jetzt wird da unten ein bisschen was an Obsidian gemacht. Aber was soll's. Doch, ich glaube, hier ist irgendwo ein Loch in der Decke. Glaube ich. Yeah! Feather Falling Schuhe, ich liebe sie. Gut, weiß nicht. Boah, sieht jetzt geil aus. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Oh, irgendwas anderes. Von wegen, dass es da irgendwo weitergeht. Vielleicht aber auch nicht. Doch, hier. Ah. Mist. Kaputt gegangen. Ja, jetzt muss ich mir erstmal ein neues Schwert machen. Aber danach würde ich gerne hier reingehen. Was ist das? Naja, ich gehe erstmal nicht hin. Aber ist ja cool, dass ich es gefunden habe. Da ist vielleicht auch noch irgendwas.
Irgendwas versteckt. Ach, ist es nicht das von der vorherigen Folge? Oder von den vorherigen vier oder so? Keine Ahnung. Naja, dann gehe ich mal wieder hoch. Und bringe erstmal die ganzen Sachen weg. Oh, ein Chain-Zombie. Oh Gott, ich habe ja nur einen Knochen. Aber gut, ich bin sicher. Ja, das hier war jetzt auch nicht allzu schwer. Vor allem, weil halt überall so viel Platz war und so. Und weil ich halt auch viel bessere Sachen habe. Als zum Beispiel in diesem Boomer Castle ganz am Anfang. So, dann... Oh, hier stehe ich gar nicht dran. Aber es sieht interessant aus. Sieht aber irgendwie total psycho aus. Keine Ahnung. Ich könnte mich auch von hier irgendwo reingraben. Aber mache ich nicht. Vielleicht geht's auch gar nicht. Vielleicht ist da... Ach, das ist ein Eisen. Vielleicht ist da... wie heißt es? Dings. Bedrock. Ja, ich habe keinen Platz. Dann hole ich mir gleich. Aber ich sollte aufpassen, dass es nicht verschwindet. Gut. So, nichts gewachsen hier. Haben wahrscheinlich nicht geladen. Dann tue ich die ganzen Sachen weg. Das könnte ich direkt hier reinpacken. Kohle müsste ich noch genug haben. Irgendwo. Ah, ich kann nicht mehr sprinten. Da ist noch Kohle. So. Gut. Kommt das alles weg? Dann mache ich das direkt mal da hinten dran. Aber ich habe trotzdem Hunger. Pilze könnte ich auch anbauen. So, grüne. Was? Ach so. Die waren irgendwie kaputt. Oh nein. Hey, woran liegt das denn? Ich werde mich mal irgendwie neu einloggen. Ah, und sie sind wieder da. Perfekt. Boah, ich dachte schon, jetzt habe ich gar keine Beschriftung mehr auf den Schildern. Jetzt hier nicht. Moment. Ah. Aber total strange. Voll komisch. Dann stand da unten wahrscheinlich auch was drauf. So, das ist Lime hier, ne? Light Green. Light Blue. Light Gray. Doch, dann ist das Lime. Nehme ich mal an. Weil grün ist ja dieses dunkelgrün, ne? Light Gray, Gray, Green. Ja. Gut. Dann hätte ich das schon. Jetzt fehlt nur noch die gelbe. Ich denke mal, die ist dann hier rechts in dem Abteil. Zugabteil. Und dann halt noch ja, alle anderen. Bin ich mal gespannt, ob ich das alles schaffe. Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. So, ich weiß nicht, ob mir diese krassen goldenen Äpfel was bringen werden, weil ich ja, es irgendwie nicht schaffe, die wirklich oh geil, aufzubrauchen. Weil ich immer viel zu sparsam damit bin. Die könnte ich eigentlich schon essen. Und ich glaube, ich sollte das hier mal irgendwie vergrößern. Genau, das mache ich jetzt mal. Dafür bräuchte ich noch ein bisschen Holz, aber ich würde auch sagen, dass ich mal wieder was anpflanze. Passt hier ein Dschungelbaum rein? Ich glaube nicht ganz. Wäre aber ganz cool. Machen wir das so. Weil da kriegt man halt ziemlich viel Holz. Ja doch, Holz. Knochenmehl. Ja, es wird nicht reichen.
Nice. Ist jetzt nicht allzu groß, aber es reicht. Habe ich eine Axt? Wahrscheinlich nicht. So eine Steinaxt noch, dann mache ich noch eine Steinaxt. Ah ja. Obwohl ich gar kein Holz. Oh, Mist, mein Eisen. Habe ich gar nicht dran gedacht. War das 5 Minuten? Oh, ich hoffe nicht. Weil das Eisen ist schon begrenzt auf dieser Map, deswegen wäre es schon schlecht, wenn das jetzt weg wäre. Aber es liegt noch da. Ja, sehr gut. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch direkt noch ein bisschen mehr abbauen. Würde ich sagen, 3 Stück. Sonst sehe ich da hinten noch was. Nehme ich das auch mal mit. Zack. Und das war's dann erstmal, glaube ich. Ja. Denke ich mal. Gut. Dann, wie gesagt, mache ich mir jetzt eine Axt, der zweite. Vorher könnte ich vielleicht mal diesen kleinen Turm hier abreißen. Für Sticks. Das dauert auch gut lang. Aber naja, was soll's, das werde ich dann nicht aufnehmen. So und so. Gut, dann baue ich den Baum ab und anschließend geht es weiter. So, ich hatte sogar noch ziemlich viel Zäune. Jetzt habe ich noch 47 Holz. Ziemlich cool. Das Gold ist fertig. Packe ich schon mal das Eisen rein. Und dann hole ich mir ein bisschen Weizen. Habe ich auch viel, da kann ich auch schon Brote von machen. Und breede damit die Kühe. Du leider nicht. Du bist nämlich alleine. Gut, ja. Wie gesagt, ich fände es echt cool, wenn es irgendwo noch Dirt geben würde. Gibt es wahrscheinlich auch, nur ich habe es übersehen. Aber was soll's. Was kann ich denn damit machen? Mit Kakteen gar nichts, ne? Glaube ich. Nicht wirklich. Dann ist die Frage, ob ich mir irgendwas brauen sollte. Zum Beispiel habe ich ja ein paar Blaze Rods. Damit kann man Stärke Potions machen. Ja, ne? Ja. Genau. Dann habe ich ja Melonen und ich habe Gold. Damit kann man Heilungspotions machen. Wobei ich hier noch eine Heilungspotion habe und da auch. Deswegen brauche ich das erstmal nicht. Stärke Potion, weiß ich nicht. Wäre vielleicht ganz cool, wenn man einen ziemlich starken Gegner hat oder viel auf einmal. Mache ich mir aber dann später, wenn ich wirklich eine brauche. Denke ich mal. Oh Mist, und ich habe vergessen, Facebook auszumachen. Wie immer. So, dann tue ich die ganzen Sachen wieder weg, die ich nicht brauche. Und ich sollte mal irgendwie Ordnung hier reinbringen. So, eine reicht. Ja, ich mache jetzt einfach ein paar Brote. So, 6 Stück, kommt das wieder weg. Weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Die kommt weg. Das Holz kommt teilweise weg. Tee kommt weg, Äpfel kommen weg. Ich glaube, ich mache mir mal so einen krassen Apfel. Reicht das? 7, nein, das reicht nicht. Bräuchte ich noch ein bisschen mehr Gold? Wo habe ich es denn jetzt reingelegt? Habe ich rausgeholt? Nö. Wie gesagt, 8 Blöcke, ne? So. Und zack, Golden Apple.